Ist es nicht, liebe Schwestern und Brüder, bis heute so, dass diesem Zeichen, diesem Christus widersprochen wird und dass allen, die zu ihm gehören, die prophetischen Worte des Simeon so schmerzhaft deutlich werden, dass die, die sich Christus wirklich anschließen, in seiner Zurückweisung ein Schwert durch die Seele dringt? Ist es daher nicht heilsam, wenn die Kirche sich regelmäßig gerade in das Leiden der Gottesmutter versenkt? Von der Bernhard uns heute in der Väterlesung gesagt hat, sie sei wahrhaft eine Martyrin. Alles, was ihr Sohn an Leiden, an Zurückweisung, an Spott, an Hohn über sich hat ergehen lassen müssen, hat sie wahrhaft mitgelitten. Wenn wir das ein wenig spitz formulieren wollten, könnten wir sagen, früher, zu früheren Zeiten hat die Kirche in der Feier der liturgischen Feste und Gedenktage und der Texte, die sie dabei angestimmt hat, den Gläubigen immer auch ein Heilmittel zur Verfügung gestellt. Diese Heilmittel fallen zusehends weg, stattdessen suchen wir die psychologischen Beratungsstellen auf. Etwa, wenn wir den Umgang mit der Trauer sehen, den Umgang mit Verletzung sehen. Wie viele Menschen leiden heute unsäglich daran und werden damit nicht fertig? Es fehlen ihnen die Bilder, die Wirklichkeiten der Identifikation. Heute, am Tag der Schmerzen Mariens, kommt uns ein ganz starkes Bild und Heilmittel der Identifikation von Gott her entgegen. In all den Texten, und auch wenn das sehr bedeutende, etwa das Stabat Mater, das wir eben zur Gänze gesungen haben, in einer moderneren Übersetzung, auch wenn das mittelalterliche Texte sind, so greift auch das viel weiter zurück. Ich will nicht in diese Lamoyanz verfallen, dass früher alles besser war, wahrhaftig nicht. Aber die Kirche hat in ihrer früheren Liturgie auch am Samstag, am Freitag vor dem Palmsonntag noch einmal des Leidens Mariens gedacht und damit eigene Texte zur Verfügung gestellt zur Identifikation. Sie war damit sehr nah an der byzantinischen Tradition, die die große Marienklage am Karfreitagabend anstimmt. Das sind ganz ähnliche Texte in dieser älteren Tradition zu dem Text, der in diesem berühmten Stabat Mater, diesem lateinischen Text, zusammengefasst ist. Trauer und der Umgang mit ihr, geheilt zu werden in den Sinnen und damit zugleich sensibler zu werden. Das zeigen diese Texte auf. Es ist nicht dieses heile, heile Gänschen-Prinzip, das wir heute gerne hätten und das man kirchlicherseits gerne verkaufen möchte, weil es so gefragt ist und weil es gut ankommt. Nein, die Texte wussten es besser. Man muss sich tief hineinknien in diese Leidenswirklichkeit, um Heilung zu erlangen. Wenn Jesus die Sinne der Menschen heilt, Augen, Mund, Ohren, dann weiß er, dass die Geheilten umso sensibler sein werden. Wenn man diese Sinne verschließt, spürt man nichts, bekommt man nichts mit, leidet auch nicht. Aber wer wirklich geheilt werden will, wird umso sensibler sein für alles das, was es an Leidensdruck gibt, was es an Verletzungen gibt. Und er weiß, dass solche Heilung, solche Trauer Zeit braucht. Ein alter Festantiphon hat den Propheten Jesaja zitiert und damit dieses Prophetenzitat in den Mund der Gottesmutter gelegt. Geht weg von mir, ich weine in bitterem Schmerz, bemüht euch nicht, mich zu trösten. Wer ein solches Wort sagte angesichts seines Begräbnisses oder von Trauer, würde wahrscheinlich von seinem Dienst entfernt, weil die Menschen das nicht erwarten. Aber welch tiefe Weisheit, nur als ein kleines Beispiel, steckt in einer solchen Antiphon. Geht weg von mir. Ich weine in bitterem Schmerz, bemüht euch nicht, mich zu trösten.
Für die, die wirklich glauben, die die Bilder und die Wirklichkeiten der Identifikation auf sich nehmen, gibt es keinen billigen Trost. Es gibt nur Trost an diesen Vorbildern der Gottesmutter und der Heiligen, wenn man nicht in sich verschlossen bleibt. Nur der wirklich sensible und leidende Mensch ist fähig zu trauern, denn er bleibt im Herzen verwundbar. Der Ausdruck, wie es ein großer Gelehrter sagt, der Ausdruck der Tapferkeit des starken Herzens, das auf jeden vorschnellen, zu billigen Trost verzichtet, weil es im Glauben sein Vertrauen darauf gesetzt hat, dass das Leben dem Weizenkorn verheißen ist, das in die Erde fällt und stirbt. Ein solches tapferes Herz, das Herz Mariens, ihre Schmerzen verehren wir heute, um selber darin Kraft zu finden, eine Wirklichkeit uns zu identifizieren, es Schritt für Schritt zu lernen, um damit zu leben.